Konversation ist eine Kunst, bei der jeder Mensch alle anderen als Konkurrenten hat. Der Erfolg eines Menschen ist immer im Grundgefüge seiner Persönlichkeit begründet. Gott hat die Hefe und den Teig gemacht, und er schätzt die Gärung nicht geringer an als die Vegetation. So werden wir zu einer Liebe herangebildet und erzogen, die weder aufs Geschlecht noch auf die Person sieht, die keine Parteilichkeit kennt, sondern überall nur Tugend und Weisheit sucht, um überall Tugend und Weisheit zu mehren. Man muss zum Menschen so höflich sein wie zu einem Gemälde, dem man den Vorteil der guten Beleuchtung gewährt. Was ist so köstlich, wie wenn zwei Menschen sich so aufrecht, so sicher in einem Gedanken, in einem Gefühl begegnen? Wenn es einen Menschen gibt, der kein Recht auf das Land hat, so ist mein, dein und jedermanns Recht auf das Land gesetzwidrig. Wenn euch auch Großes und Gutes bestimmt ist, es wird nicht auf den ersten Wink zu euch kommen. Es wird nicht leicht kommen, ohne Mühe, in den Salon. Dornen und steile Abhänge, das ist der Weg der Götter, sagt Porphyrius. Überall verschwört sich die Gesellschaft gegen die Mannhaftigkeit jedes ihrer Mitglieder. Das Gewissen ist wohl erzogen. Es hört bald auf, zu denen zu sprechen, die nicht zuzuhören wünschen. Den Weisen und den Heiligen sind alle Dinge begründet, alle Erfahrungen nützlich, alle Tage friedvoll, alle Menschen göttlich. Was die Lebensblinden Schicksal nennen, ist nichts als unverstandene Wirklichkeit, die ihren Ursprung in ihrem eigenen Inneren hat. Die Gelehrten und Denker von Beruf haben keineswegs das Monopol auf Weisheit. Die Heftigkeit, mit der sie eine bestimmte Richtung verfolgen, hindert sie in einem gewissen Grad, völlig richtig zu urteilen. Es ist eine Täuschung, wenn man glaubt, dass die gegenwärtige Stunde nicht die kritische, die entscheidende Stunde sei. Schreibe es in dein Herz, dass jeder Tag der beste Tag des Jahres ist. So viele Sprachen einer beherrscht, so viele Freunde hat er, so viele Künste und Berufe erkennt, so vielmal ist er ein Mensch. Die Dauer aller Bücher wird weder durch freundschaftliche noch feindliche Bemühungen bestimmt, sondern durch ihr eigenes spezifisches Gewicht oder durch den inneren Wert ihres Inhalts für den unwandelbaren Geist des Menschen. Der Gott des Sieges soll nur eine Hand haben, aber der Friede gibt Sieg nach beiden Seiten. Jedes Zeitalter muss seine eigenen Bücher schreiben, so zwar, dass immer eine Generation für die nächstfolgende schreibt. Das Einmalige an einer Freundschaft ist weder die Hand, die sich einem entgegenstreckt, noch das freundliche Lächeln oder die angenehme Gesellschaft. Das Einmalige an ihr ist die geistige Inspiration, die man erhält, wenn man merkt, dass jemand an einen glaubt. Können wir nicht die Menschen in ihrer eigenen Art gedeihen und ihres Lebens sich freuen lassen? Du bemühst dich, aus diesem Jungen eine Wiederholung deines Selbst herauszuzwängen. Einer von der Sorte ist doch genug. Der wahre Prüfstein einer Zivilisation ist nicht der Zensus, nicht die Größe der Städte und auch nicht der Ernteertrag, nein, sondern der Mensch, der das Land hervorbringt. Dem abgestumpften Geist erscheint die gesamte Natur bleiern. Für den erleuchteten Geist brennt und funkelt die ganze Welt dank ihres Lichts. Einsamer Umgang mit der Natur ist die erste Quelle der Inspiration. Man hört dort Laute der Süße und des Schreckens, wie man sie in einer Bibliothek niemals antrifft. Wenn du wissen willst,
was niemand weiß, dann lies, was jeder liest, nur ein Jahr später. Das Leben lässt sich vergleichen mit der Bibliothek eines Schriftstellers. Einige Bücher hat er selbst verfasst, die meisten aber wurden für ihn geschrieben. Der Mensch möchte gern vor den Folgen seiner Laster bewahrt werden, aber nicht vor den Lastern selbst. Wer möchte einen weisen Skeptizismus verbieten, wenn man sieht, dass es auch nicht eine praktische Frage gibt, über die sich mehr als eine nur annähernde Aufklärung erzielen ließe? Erziehung sollte zum ersten Teil aus dem gesprochenen Wort, zum anderen aus der Verehrung des Göttlichen und zum dritten aus praktischer Arbeit bestehen. Die Gesellschaft ist ein Maskenball, bei dem jeder seinen wirklichen Charakter verbirgt und ihn durchs Verbergen bloßlegt. In dem Augenblick, wo wir uns unseren Gefühlen hingeben, verändert sich die Welt. Es gibt keinen Winter, es gibt keine Nacht, jede Tragödie, jeder Überdruss löst sich auf, auch jegliche Pflicht. Mit welcher Meisterschaft versteckt die Natur jede Runzel ihres uralten Alters unter Rosen, Veilchen und morgendlicher Frische? Der wahren Natur des Menschen ist eigen, das lebendige, unversiegbare geistige Gut zu erwerben. Aber die Abhängigkeit von äußeren materiellen Gütern führt uns zu knechtischer Unterwerfung unter Menschen und Zufälligkeiten. Nur die Vermehrung der Liebe unter den Menschen kann die bestehende gesellschaftliche Einrichtung verändern. Die fortwährende Erfüllung unmerklicher Pflichten mit einem einfachen und moralisch erhabenen Gefühl stärkt den Charakter bis zu dem Grade, bei welchem er tapfer und gewaltig handeln kann im Getöse der Welt und auf dem Richtplatze. Öffne Tore für solche, die nach dir kommen, und versuchen nicht, aus dem Weltall eine Sackgasse zu machen. So wie der Krebs, der Widder, der Skorpion, die Waage ihren niederen Sinn verlieren als Zeichen des Tierkreises, so kann man die eigenen Fehler ohne Zorn in den Schattenbildern ferner Personen erkennen. So viel von unserer Zeit ist Vorbereitung, so viel ist Schlendrian und so viel Zurückblicken, dass die geistige Schöpferkraft jedes Menschen auf sehr wenige Stunden zusammenschrumpft. Freundschaft ist, wie die Unsterblichkeit der Seele, etwas zu Herrliches, um an sie glauben zu können. Welche Neugier auch immer die Ordnung der Dinge in uns geweckt hat, wir müssen der Perfektion der Schöpfung trauen und glauben, dass die Ordnung der Dinge diese Neugier befriedigen kann. Es ist der Lieblingswunsch unseres Lebens, einen Menschen zu finden, der uns dazu bringen kann, das zu tun, was wir können. Dies ist der Dienst, den ein Freund uns leistet. An seiner Seite werden wir leicht groß. Nie bekümmert es die Sonne, dass einige ihre Strahlen weit und vergeblich in undankbaren Raum fallen und nur ein kleiner Teil auf den reflektierenden Planeten. Die Menschen streben nach Bequemlichkeit. Doch Hoffnung gibt es nur für diejenigen, die unbequem leben. Vertrau nicht den Menschen, großer Gott. Gib ihnen nicht mehr Kraft, bis sie gelernt haben, mit dem Wenigen, das sie haben, besser umzugehen. Ein großer Verstand zeigt seine Kraft und seine Fähigkeiten nicht nur in den Gedanken, sondern auch in der Lebensweise. Wohin wir auch gehen, was wir auch tun, das Ich ist das einzige Subjekt, das wir studieren und erfahren. Der Mensch erhält seine Nahrung nicht, damit er seine Nahrung erhalte, sondern auf das er arbeite.
Zu vollkommener Schönheit gehört notwendig die Gegenwart eines höheren und zwar geistigen Elements. Die eigentliche Tragödie des Menschenlebens scheint der Unterschied der Begabung der Menschen zu sein. Auch der größte Genius hat nie den geringsten Erfolg gehabt, wenn es galt, die Daseinsfrage zu erklären. Das Rätsel bleibt ewig ein vollkommen ungelöstes. Einen Liebesdienst kann man gar nicht zu bald erweisen, denn man weiß nie, wie bald es schon zu spät ist. Es ist die Schwäche unserer Rhetorik, dass wir keine Wahrheit bekräftigen können, ohne das Gegenteil zu verneinen. Freundschaft währt am längsten, wenn sie mit dem gegenseitigen Versprechen, sich immer die Wahrheit zu sagen, besiegelt wird. Hake jeden Tag ab und betrachte ihn als erledigt. Du hast dein Bestes getan. Irrtümer und Fehler sind immer möglich. Vergiss sie so schnell wie möglich. In dem genialen Werk erkennen wir längst verworfene Gedanken wieder, die uns dann gleichsam ins Erhabene entrückt erscheinen. Nichts ist so widerstandsfähig wie die Wahrheit. Sie platzt nicht wie eine Seifenblase bei der leisesten Berührung und selbst wenn du sie den ganzen Tag her umstößt, ist sie am Abend immer noch heil und unversehrt.